Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 100 Folgen Special von World of Tanks. Ja, bei der 99. Folge wurde sich ja gewünscht, dass ich bei der 100er ein Special machen soll. Eigentlich wollte ich zuerst nur eine stinknormale Folge machen. Aber dann dachte ich mir, okay, 100, da kannst du ruhig was machen. Das Problem ist, was macht man in World of Tanks als Special? Und muss sagen, habe echt schon lange überlegt und alles und irgendwie ist mir nichts wirklich eingefallen, was ich machen könnte. Es ist schwierig. Und habe ich dann halt so herumgeklickt und kam da an und dachte mir, es gibt doch 5 verschiedene Arten von Panzern. Was ist, wenn du mit jeder Panzerart ein Gefecht machst? Gut, und das machen wir jetzt auch. Das Ganze wird aber auf 2 Folgen aufgeteilt. Den Anfang macht heute die AT und der Jagdpanzer. Und im zweiten Teil wird dann leichter, mittlerer und schwerer Panzer gefahren. Ja, bei der AT werde ich die Tier 4 Franzosen-AT fahren. Ihr seht, ich habe nur Franzosen-ATs, 2 Stück. Und zwar den AMX 105 AM. Ich hätte auch die Tier 5 AT, aber mir ist die Tier 4 AT lieber. Erstens, weil sie einen größeren Wirkungsbereich von der Kanone hat. Das heißt, ich muss nicht so oft die Wanne nachdrehen. Und ja, kann dann schnell hintereinander schießen und alles. Nächster Punkt ist, die 2 ATs haben exakt die gleiche Waffe. Ihr seht hier, 105 mm, Version 1950. Und der hier genauso. Ich sag mal so, für eine 4er-AT ist die Kanone okay. Ich komme maximal in 6er Gefechten rein, da kann ich auch teilweise noch 50 bis 200 Schaden machen, je nachdem, wo ich den Panzer treffe. Bei der 5er-AT ist jetzt natürlich das Problem, man kommt in 7er Gefechten rein und ich muss wirklich sagen, in 7er Gefechten ist die Kanone absoluter Müll. Ich mache da teilweise nur irgendwie einstellige Schadenszahlen, maximal 50 an einem 7er Panzer, ich mein, ihr wisst, wie gut zum Beispiel ein D29 oder sowas gepanzert ist, da wirklich Schaden zu machen, ja, ist nicht wirklich einfach und es macht auch keinen Spaß. Wenn ich da jetzt schon 10 Schuss rausgeballert habe und ich habe vielleicht mit den 10 Schuss gerade mal 100 Schaden gemacht, frustriert das nur. Deshalb werden wir bei den Artis die Tier 4 Artis spielen und bei den Jagdpanzern werde ich den D40 nehmen. Das ist von meinen ganzen Jagdpanzern, ja, eigentlich mein Lieblingspanzer. Ich spiele mit der 105 mm Haubitze. Ja, lädt eigentlich relativ schnell nach mit 7,5. Habt auch Ansetzer, Schernfernrohr und Tarnnetz drin. Ja, ihr seht, 53 Durchschlag, 410 Schaden mit der HE-Munition. Ich habe zwar auch 15 Hit drin, aber im Prinzip schieße ich nur mit HE, weil man da eigentlich dann immer Schaden macht. Ja, hat zwar eine extreme Streuung, aber ich sag mal so, wenn man trifft, dann macht es ordentlich Wumms. Und ja, mit dem würde ich jetzt auch den Anfang machen. Das heißt, ich spiele zuerst den D40 und im zweiten Gefecht sehen wir dann die AT. Und welche 3 Panzer ich dann für den zweiten Teil für euch habe, das erfahrt ihr natürlich erst im zweiten Teil. Ich will ja nicht schon zu viel verraten. Ja, dann wünsche ich euch mal gute Unterhaltung und wir sehen uns gleich wieder. Und hier bin ich auch wieder. Wir spielen die Karte Karelien in einem 5er Angriffsgefecht. Und jede Seite hat eine 3er AT. Wir haben die Wespe und da drüben der M7 Priest. Ja, der Nachteil dieser 2 Artis ist natürlich die Reichweite. Ich habe beide schon ausprobiert. Ich glaube, beide können maximal 600 Meter schießen. Wobei der M7, glaube ich, sogar 700 schafft. Das ist nicht wirklich weit. Das heißt, sie müssen sich wirklich weit nach vorne stellen. Aber ja, wir versuchen da einfach das Beste draus zu machen. Was ich fahre hier noch ein bisschen vor, denn je weiter ich natürlich vorfahre, desto eher kann ich auch was treffen. So, ich versuche mal hier kurz, ups,
Zum Glück bekommt man durch Anfahren keinen Schaden. Kurz hierher stellen, ich hoffe, von der Seite sieht mich da jetzt keiner. So. Falls hier jetzt irgendwo einer kurz auftaucht, dann kann ich den schon mal eine mitgeben. So. Ja, haben sich natürlich jetzt alle aufgestellt. Noch ein D40 Hetzer M8A1. Und keiner fährt auf unserer Seite jetzt vor. Das heißt, ich werde wahrscheinlich spotten. Ja, was haben wir hier? KV1, VK30, noch ein VK30. Okay. Da werde ich wahrscheinlich nicht den vollen Schaden machen, aber bei Mediums und Light Tanks, auch bei DDs. Wir haben sie. Okidoki, Nummer 1. Da oben ist jetzt ein... Wir haben sie böse erwischt. Sehr schön. Einen von mir bekommen, das Team hat ihn zu Ende geschossen. Ja, komm, fahr vor. Schön 135 in den Turm rein. Jawohl, und dann noch ein 126er hat er bekommen. Und da ist er hin. Ich habe zwar auch inkassiert, aber... Okay. Da ist jetzt ein Hetzer noch. Und eine Su. Das heißt, ich fahre hier mal kurz vorsichtig herum. Da. Wo fährt der? Fährt der oben rum? Ja, sieht so aus. Müsste ich auch mit einem Treffer ausschalten können. Allerdings bin ich jetzt schon bislang geschlagen. Okay, da drüben steht ein AT2. Da will ich jetzt nicht unbedingt hochfahren. Ich weiß jetzt nicht so recht, wo ich hinfahren soll. Zur Not stelle ich mich einfach mal da in die Nähe hin. Dann wird auch er gespottet. Ich müsste hier anti-safe sein. Sehr schön. Gut. Dann sind wir mal los. Dann geht's hier mal weiter. Der M8 fährt auch weiter. Soll der jetzt mal ein bisschen da spotten? Ja, ich habe jetzt eh schon zwei Abschüsse. Spotting Damage natürlich auch schon vorhanden. Hier kann jetzt irgendwo auch noch ein AT2 stehen. Jetzt lasse ich lieber den vorfahren, der hat noch volles Leben. Hetzer AT2, okay, das sind die zwei.
Okay. War eine gute Wahl vorgefahren. Ja, nur der schaut jetzt zu mir her, das gefällt mir nicht. Der hat sich da jetzt auf mich eingeaimt, oder? Kann das sein? Wow, 7 Schaden nur. Fast die Kommandokuppel getroffen mit 25. Wird nicht einfach werden. 48 wieder. Oh, von hinten ist auch nur orange. 92 immerhin. Dann bekommst du das seitlich rein. Gar keinen Schaden gemacht. Da ist auf die Luke hier. 83. Irgendwas ist da jetzt, glaube ich, umgebracht worden da drin. 55. Hin ist er. Sehr schön. Okay, es lebt nur mehr einer. Und die Su-85, die steht da unten. Jawohl! Ja, war ja gar nicht so schlecht, oder? 3 Abschüsse, 1087 Schaden. Da müsste jetzt auch ein bisschen was an Spotting-Damage noch dazugekommen sein. Ihr habt gesehen, AT2 haben uns ein bisschen schwer getan. Bei extrem schwer gepanzerten Oh, wieder das Panzerass. Echt? Das war ein Panzerass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte maximal mit Klasse 1 gerechnet. Aber okay. M7 wurde von uns gespottet. Und Medium 3 auch. Der musste aber gleich das Zeitliche segnen. Kette Funker haben wir hier noch. Fahrer, AT2, Kette. Oh, den Kommandanten haben wir sogar umgebracht da drin. Sehr schön. Die Kette. Ja, die 1087 Schaden, 3 abgeballert. Und, wow. 982 Schaden durch meine Aufklärung und 140 Schaden durch meinen Kettenabschuss ergibt insgesamt 1122 Spotting Damage. Mehr als ich selbst ausgeteilt habe. 92% Trefferchance ist eigentlich auch top. Ja, wieder diesen... ein wöchentlicher Auftrag ist das, okay. Sehr schön. Und Gefechtserfahrung, Multiplikator, auch nochmal 1,2. Sehr schön. Ja, sehr schön. 1050 Basiserfahrung kann man lassen. Der zweite hat 839 und der dritte dann nur 685. Was hat der da erreicht? Großkaliber, gut, 1300 Schaden ist okay. Stahlwand für den DNC Heavy ist auch verständlich. Ja, 13 abgegeben, 12 haben getroffen, super. Ich habe 2 bekommen, einer war Wirkungstreffer, einer ist abgeprallt. Wären 245 Schaden gewesen, wenn beide durchgekommen wären, hätte ich trotzdem überlebt. Ja, hier, 2 entdeckt, 5 beschädigt, 3 abgeschossen. Ist doch ganz gut. Mit Bonus und allem drum und dran. Knapp 74.000 Credits mit Premium und ohne wären es auch 65.000 gewesen. Ist auch ein super Wert. Ja, hier mit Auftragsabschluss 1889. Wenn man denkt, und das ohne den Tagessieg, ist es echt ein Spitzenwert. Also, super. Braucht man sich echt nicht verstecken. Ja. Ja, hier gibt's nur den Wolverine später. Ist egal, ich habe aber sowieso schon angehakt, denn ich habe die Crew hier mal irgendwie umgeschult oder was gehabt. Jetzt ist sie nur mehr bei 90%, das heißt, ich muss die Crew wieder leveln und so weiter. Aber ist ja jetzt egal. So, jetzt geht's weiter mit der 4AT. Und ich hoffe, da habe ich jetzt auch gleich ein geiles Gefecht. Denn hier fehlt mir zum Beispiel noch das Panzerass. Wäre cool, wenn ich das hier auch erreichen würde. Aber es ist ja bekannt, es ist mit Artis viel schwieriger, einen Panzerass zu machen, als mit einem normalen Panzer. Aber ich werde jetzt auch mein Bestes geben und ja, sehen wir uns gleich wieder. Und hier bin ich auch wieder. Ja, mal wieder Wüstenkarte, war die 6er Angriffsgefecht. Wir haben eine 5er und eine 4er Arti und der Gegner eine 6er.
Soll mir recht sein. Ja, ich stelle mich einfach da ein bisschen so rüber in die Ecke. So. Okay. Schauen wir mal. Obwohl das da fast ein bisschen eine schlechte Idee ist. Ja, vor allem, weil schon wieder auf dieser Seite überhaupt keiner fährt. Ich verstehe die Leute nicht. Ja, wie die Lemminge alle auf eine Seite rüber. Ich verstehe sowas einfach nicht. Warum? Warum macht man sowas? So ist mir irgendwie unbegreiflich. Wieso muss ich da eine richtige Kolonne immer bilden? Dann fahren wir halt hier rüber. Ich stehe lieber auf der anderen Seite da drüben. Ja, muss ich da jetzt irgendwie ein bisschen verstecken, denn dann hat es ja keinen Sinn, wenn ich jetzt da drüben stehe und da kommt gleich wer daher. Okay, noch wurde nichts gespottet. Ja, unser Team fährt wahrscheinlich auf dieser Seite und das andere kommt von da drüben. So, kommt da was? Kommt da nichts? Ja, da haben wir ja schon den ersten, den 46er. Ja, jetzt ist mir natürlich der Berg im Weg. Hm? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Da. Alle hier. Verstehe euch nicht, Leute. Und Schuss. Und. Jawohl! Kritischer Treffer! Nein, zieht euch nicht zurück. Bitte bleibt da vorne. Gut, dann schieße ich halt daher, ne? Mir doch egal. Und hier auf diesen A43. Wir haben sie böse erwischt. Andere Art, die schießt daneben. Kettenabschuss. Schnell. Lad doch nach. Triff. Oh, jawohl. Schade, dass kein Kill war. Das ist... immer schade. So. Der D1 Heavy ist schon mal getroffen worden von mir. Schuss. Komm. Okay, meiner wäre irgendwo hingegangen. Ich habe keine Ahnung wo. Ach, da vorne in die Düne rein. So. Seniore. KV1 und S. Nein, fahr vor. Ärgerlich. So, Hellcat, du bleibst jetzt einfach da oben stehen, okay? Und Feuer. Ach, da vorne bist du inzwischen. Ja, fahr wieder zurück. Okay, bleib da. Juhui! Erwischt. Und jetzt mit diesem Peter Jackson oder Dr. Daniel Jackson könnt ihr euch raussuchen. Wenn wir hier haben. Und. Nein! Wer macht sowas? Den hätte ich getroffen. Aber gut gemacht, Team. So, er hier. Nummer uno auf unserer Liste. Und Schuss. Und. Ah, der ging in dieses Wrack rein. Jetzt ist er da angefahren. Okay. Okidoki. Komm. Schade, da. Das Höllenkätzchen dreht hier seine Runden.
Ja, die Frage ist, wo bist du jetzt? Ach Gott. Ach, die verdammte Zielerfassung, die lange. Ja, bleib da. Wuhu! Jawohl. So, zwei haben wir schon. Knapp 600 Schaden. Scheint doch jetzt ein brauchbares zu werden. So, Kessel C1, 10-7 steht's. Ja, die zwei Jagdpanzer 4 und die Art, die wurden überhaupt noch nicht gespottet, sehe ich gerade. Da, wenn man von Teufel spricht, oder? Oh, dann nehme ich dich. Triff! Ah, das tut weh, wenn das nicht klappt. Du wirst wahrscheinlich jetzt hin sein. Jawohl. Dann nehme ich dich. Wow. Sehr schön. Abschuss Nummer 3. So, was haben wir jetzt noch? KV1. Da vorne ist irgendwo ein Jagdpanzer 4 noch. Genau hier. Okay. Hm. Okay, die Richtung hätte gestimmt vom Vorhalten her. Okay, kommt, stürmt drauf los, es sind nur mehr zwei. Wir geben euch Feuerunterstützung. Vor allem, wo ist diese Hellcat hier hingekommen? Kommt schon, traut euch. Na? Hm, 1007 Schaden schon. Okay, da hinten ist sie. Schuss. Und? Der ging ein Stückchen zu weit. Jetzt wird sie wahrscheinlich hin sein. Oh, da unten ist er jetzt plötzlich. Kommt schon, lasst mich noch einmal drauf schießen. Nur ein einziges Mal. Und Feuer. Boah, komm schon. D3485 steht da noch. Zieht sich jetzt zurück. Und? Hm, hätte ich ein bisschen mehr sollen. Hm, bisschen die Geschwindigkeit unterschätzt. So. 4 gegen 1 steht. Also wenn wir das jetzt noch verlieren, dann habe ich auch keine Ahnung. Okay, Chito bleibt stehen und erobert schon mal die Basis. Soll mal recht sein. Jagdpanzer. Wahrscheinlich versucht er jetzt da hinten rüber zu fahren und die Artis auszuschalten oder so. Hm. Okay, ich wollte schon sagen, Jagdpanzer dreht auch wieder um. Triff! Knapp, 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 knapp. Na, sehr schön. Ja, immerhin 3 Abschüsse gehabt, 1000 Schaden. Ja. Hätte besser laufen können, aber... Hm. Groß und Ganzen kann man zufrieden sein. Wir haben dem Team gut geholfen. Ja, Überlegenheitsabzeichen Klasse 1 auch noch gemacht. Ist ja auch super. So, was haben wir hier? Richtschütze getötet, Kette beschädigt, Funke getötet, Kette zerstört, Funkgerät beschädigt und Kette beschädigt. Ja, die 1007 Schaden, 3 Abschüsse. Ja, nicht ganz 28% Trefferchance, aber ist normal bei der Arti. So, Platz 4, was die Punkte angeht. Wo ist denn die andere Arti? Okay, die ist Platz 7. Hat auch einen Abschuss. Hm, 630 Basiserfahrung, 1007 Schaden, das ist ja eh in Ordnung. Ja, 5 Flächenschaden, 5 Wirkungstreffer ist in Ordnung. Ja, war teilweise sehr knapp daneben, aber was soll man tun? Ja, nach Abzügen sind uns noch 17.349 Credits mit Premium geblieben und ja, immerhin 10.400 ohne. Ist auch super. Und 945 Erfahrung, also ja, da darf man nicht meckern. Ja, ein bisschen aufsetzen. Das war jetzt mal Teil 1.
meine Specials. Ich hoffe, die zwei haben euch gefallen. Vor allem, es war ja auch ein Panzerass-Gefecht dabei. Ja, im nächsten Teil, wie gesagt, geht's dann mit leichten, mittleren und schweren Panzer weiter. Und ich habe da natürlich auch schon welche im Auge. Ja. Falls es euch gefallen hat, irgendwelche Anregungen, Wünsche, Kritik oder sonst was habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Lasst auch Abo, Kommentar da. Abo, Kommentar? Nein, Abo und Like. So, empfehlt mich weiter, teilt meine Videos. Ich sage dann auch wieder danke fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal rein. Also macht's gut. Ciao, euer Grafos.